Hallo Leute, wir sind weiter in Minecraft, in Mindtest, also dieser freie Minecraft-Klon. Und wie ihr seht, irgendwie habe ich die Version 4.17.1 auf dem Server am Laufen. Und wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Wir haben irgendwie, also ich habe ein bisschen rumgebastelt und habe erstmal irgendwie, ihr seht dasselbe Spiel, das Spiel hat dieselbe. Denselben Inhalt, ich habe bloß die grafische Darstellung ein bisschen verändert und damit irgendwie sieht das alles schon ein bisschen schicker aus. Ich habe den Starterknopf für meinen kleinen Roboter, den ich irgendwie gemacht habe, den habe ich verbessert. Ich habe an dem Roboter selbst noch gearbeitet. Hab da jetzt, wenn man hier drauf drückt, dann fängt er an loszulaufen und zu arbeiten. Er arbeitet sehr viel schneller. Moment, ich mache das mal kurz ein bisschen lauter, dass ihr den Roboter hören könnt. So, und mal sehen. Der läuft hier irgendwie friedlich vor sich hin. Wenn ihr die bessere Grafik einschalten wollt auf Mindtest, dann empfehle ich euch unbedingt, baut nichts in Cobblestone. Baut wirklich nichts in diesem Cobble-Kram hier, sondern nehmt irgendwie sowas wie Stone oder irgendetwas anderes, weil dieser Cobble-Kram, der eignet sich auf anderen, nur auf der Default-Grafik für Wände und überall anders eigentlich nur für den Boden. Selbst diese Treppen hier sind so mindermäßig gut, aber ich habe hier irgendwie so ein bisschen bemoost, deswegen habe ich das gelassen, weil das Wasser irgendwie bemoost dieses Kopfsteinpflaster. Und ansonsten kann man irgendwie halt irgendwie das werdet ihr unten in der Mine dann irgendwie ernten und dieses Gravel, davon kriegt ihr jede Menge. Und ja, das ist das eine, was ich gemacht habe. Das andere, was ich gemacht habe, ist eine neue Art von Roboter bauen, und zwar den glücklichen kleinen. Wie nennt er sich nochmal? Wie heißt er? Der Feller, der Holzfäller, genau. So, und der Holzfäller wird hier jetzt leider gleich das Geländer weghacken, aber das ist egal. Wollen wir mal gucken, ob was funktioniert. Hier haben wir praktisch den Baum, den ich hier habe wachsen lassen. Und hier drin steckt der kleine Roboter. Wenn ich da drauf klicke, dann öffnet sich praktisch der Kram. Er fängt irgendwie dann an zu reden und macht irgendwie so ein kleines Gedicht aus Monty Python. Das fand ich sehr praktisch. Was interessant ist an dieser Sache ist, dass ich das umgesetzt habe mit statt einer State Machine. Ist das die ganze Eindruckung ist alles versaut, egal. Der Editor hier drin ist nicht so gut und ich habe außerhalb gearbeitet und ich habe stattdessen in Coroutinen gearbeitet. Die Coroutinen sind hier unten angesetzt und diese Coroutinen sind im Prinzip das, was eine State Machine macht. Das heißt, er springt von einem Zustand in den nächsten jedes Mal, wenn er aufgerufen wird. Und wir haben ja hier das Problem, dass die Dinger jedes Mal neu aufgerufen werden. Und wenn er fertig ist, dann müsste er sogar unten, wenn das die richtige Version ist, ja, ist die richtige Version, er pflanzt sogar einen neuen Setzling, wenn er dann den Setzling geerntet hat. Wollen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. Und das ist der kleine Roboter, der ist normalerweise, so wie ihr ihn runterladet, nicht imstande zu dieser Sache. Ich habe diesen Roboter ein bisschen modifiziert und er arbeitet auch nicht ganz perfekt, weil er ein paar Sachen eventuell stehen lässt. Ich habe ihn extra nicht ganz so viel laufen lassen, damit er nicht die angrenzenden Bäume weghackt, sondern dass er wirklich nur an dem Baum bleibt, an dem ich starte. Und man kann das jetzt, ich mache das mal weiter weg, dass man sich das angucken kann, was er da macht. Der läuft hier irgendwie Etage für Etage durch und erntet irgendwie halt in alle Richtungen ab und geht irgendwie alle vier Seiten ab, dreht sich dabei gar nicht oder sowas, sondern fährt eigentlich irgendwie ein einfaches Programm ab. Die Sache ist die, diese Dinger, die können nur so und so viel, guck mal, das ist ein Netzlink, die Dinger können nur so und so viel Aktionen pro Sekunde ausführen, weil der Server ansonsten nicht hinterherkommt, das darzustellen. Deswegen gibt es dort ein Limit. Und jetzt, wo ist jetzt mein Roboter?
Ah, okay. Der Roboter ist gestorben. Na toll. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe wohl irgendwie an einer Stelle Mist gebaut, aber egal. Irgendwie jedenfalls, der funktioniert schon mal ganz gut. Ich muss da gleich nochmal was machen, wenn die Coroutine tot ist. Darf sie nicht weiterlaufen. Das habe ich noch nicht eingebaut. Das mache ich gleich noch. Und wie man sieht, das hat alles schon ganz gut funktioniert. Und er hat das Ding geerntet, aber er ist dann zu lange gelaufen. Weil wenn man sich das mal anguckt, auf der Dings her, da sieht hier dann, na, ich bin Health Player, mir geht es die ganze Zeit irgendwie jedes Mal, wenn er in die, wenn er in Yield geht, also wenn er die Rechenleistung wieder abgibt, dann macht er eine neue Zeile. Und er hat hier den schönen Spruch. Ne? Und dann hat er am Schluss, hat er zu viele Zeilen ausgedruckt und hat deswegen, das gab mehr Züge als Zeilen und er hat hier, da ist ein kleiner Bug drin, das ist bisher noch nicht passiert, weil die Bäume bisher noch nicht so groß waren. Ich habe sie extra wachsen lassen für diese Sache. Und wie ihr seht, das läuft irgendwie alles parallel. Also ich könnte jetzt irgendwie alle möglichen parallelen Roboter starten und diese Felder sind auch abgeerntet. Und dieser Roboter, der eben gelaufen ist, der hat natürlich auch alles, was er gelaufen, was abgeerntet ist, das hat er schön gesammelt, unter anderem auch die beiden Zäune hier. Die ich muss jetzt erstmal wieder neu setzen. Tageszeit einstellen. Dass man wieder was sehen kann. So. So, die beiden Zäune hier rein. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass ich den Rest da raushole. Das da noch irgendwie, er hat ja hier irgendwie einiges zusammengesammelt und das holen wir jetzt raus. Und Blümchen. Ein Blümchen hat er auch gepflückt. Okay, das Blümchen müssen wir natürlich gleich mal wieder auspflanzen. Das geht ja gar nicht. Und er hat ein paar Setzlinge gefunden. Das ist natürlich auch nett ist von ihm. So, die habe ich aber keinen Platz mehr in der Dings hier, in der so, wo ist das Blümchen? Das Blümchen kommt irgendwo hin. Wo packen wir das Blümchen hin? Vielleicht hier hin? So. Und wieder noch ein Blümchen. Oh mein Gott. Und dann haben wir jetzt den Platz für den Setzling frei. Und jetzt, das war's irgendwie. Hier zurückzugehen. Achso, wenn ihr normal lauft, dann könnt ihr, kleiner Tipp, das habe ich irgendwie erst nach einer Weile rausgekriegt, wenn ihr noch normal geht, dann wenn ihr dabei dann irgendwie daneben R drückt, also Run, dann fangt ihr an schneller zu laufen. Das ist irgendwie ganz schön, wenn man zum Beispiel auch mal über irgendwas Größeres mal rüberspringen muss oder so. Dann kann man das auch ganz gut machen. Also so eine Kleinigkeit, die kriegt man irgendwie erst mit der Zeit raus. So, jetzt wollen wir mal gucken. Die andere Kiste hier hat er, der hat den Kram wohl abgeerntet, das Feld, und der Roboter hat das irgendwie alles zusammengesammelt, reingepackt, den hatten wir letztes Mal schon wieder funktioniert. Hier sind die Setzlinge, die sammle ich irgendwo hier mal. Und dann das Holz kann ich sammeln und jo. Ja, ich war hier ein bisschen am Basteln, deswegen ist das alles noch ein bisschen durcheinander. Das hier ist natürlich Quark. Das können wir hier rausnehmen. Stattdessen können wir mal was, ein bisschen was von dem Gras ver. Nein, nicht von dem hier. Von dem Gras verbrennen, was hier rumliegt. Diese Sachen hier rausnehmen. Das ist Stein. Kann ich das Gras damit zupacken? Jo. So, und das Gras verbrennt nämlich auch. Hier kann man nicht nur Kohle reinpacken, sondern auch andere Sachen. So, und diese Kohle, die kann ich jetzt gebrauchen. Die kann ich nämlich behalten. Irgendwo. Mache ich mal rein. So, so, das ist jetzt alles schon mal ganz schön. Das heißt, ihr habt irgendwie gesehen, wie der Roboter funktioniert. Wie gesagt, der kleine Bug, der da drin ist, den nehme ich gleich noch raus. Sowas passiert. Man kann praktisch mit diese Roboter, die habe ich überall eingegraben neben jedem Baum oder naja, nicht jedem, aber an einigen Bäumen. Und wenn ihr auf dem Server seid, könnt ihr an dieser Kiste hier könnt ihr euch ein paar Roboter rausholen. Hier oben sind die Roboter. Oh, und da könnt ihr selbst damit rumspielen. Hier habe ich irgendwie mehr so ein. So, ihr könnt das hier natürlich alles benutzen. Ein paar Sachen sind hier abgeschlossen. Ein paar Sachen sind offen. Naja, also ich gehe davon aus, dass hier
kooperativ spielt. Und hier unten ist dann praktisch irgendwie die eigentliche Mine, die ich dann ausgebuddelt habe. Und hier ist außerdem ein Geheimfach. Das heißt, wenn ich mich nähere, dann öffnet sich das Ding. Und hier ist nämlich der Detektor, und das ist praktisch ein kleines Programm, das hier, das ist nicht ein Programm, sondern das ist einfach nur ein Detektor. Und hier kann ich irgendwie praktisch direkt zur unteren Fabrik gehen oder in die Fabrik in der Wasserhalle, die ich jetzt gerade aufbaue. Die ist ein bisschen tiefer im Werk. Also ich war ziemlich fleißig. Ich laufe hier mal ein bisschen schneller runter. Würde mich dann verletzen, egal. So. Hier unten bin ich jetzt in der eigentlichen Fabrikhalle. Diese Fabrikhalle arbeitet vollautomatisch. Ich habe die jetzt hier noch nicht, wie ihr seht, ist hier überall Kobble eingebaut worden, und das sieht einfach nicht gut aus. Das heißt, das solltet ihr, wenn ihr das aufbaut, von Anfang an vermeiden, Kobble zu benutzen für irgendwas, was nicht nur im Boden ist. So, hier kann man, hier seht ihr diese Pipeline-Sachen. Alles, was ich unten im Bergwerk abbaue, landet letztendlich in dieser Kiste. Also hier liegt jetzt momentan jede Menge Gravel drin, weil ich das nicht hochgeschleppt habe. Aber wenn ich diesen Schalter hier drücke, dann schaltet diese ganze Anlage um. Momentan blinkt er hier. Das heißt, dieser Transporter ist an, regelmäßig, und schickt mir den ganzen Kram nach oben. Das hier geht nach oben, und oben habe ich praktisch so ein Empfangsding. Das kann man sich auch angucken, wie dieser ganze Kram unten drin aussieht. Da war ich irgendwie auch fleißig und habe den ganzen Kram hier. Ah, wo ist denn jetzt mit dem Licht? Fackel? Fackel? Da ist die Fackel. Okay. So, und da sieht man hier, dass hier eine ganze Menge Verkabelung ist, und hier gibt es ja schon ein paar Pipelines. Das geht noch schlimmer. Da bin ich noch im Aufbau. Das wird noch ein bisschen heftiger werden. Und wenn ich jetzt hier irgendwie versuche, mal runterzugehen in die eigentliche Mine, dann stellt man fest, ich war ziemlich fleißig. Das ist irgendwie teilweise eine Höhle gewesen, die ich dann irgendwie langsam immer weiter abgebaut habe. Das war meine erste Station. Da war ich noch irgendwie, optimistisch, was die Tiefe der Mine angeht. Und das geht aber irgendwie deutlich tiefer. Und jetzt habe ich irgendwie hier ein, ich hoffe, dass ich irgendwie. Na, das ist eine Sackgasse, habe ich mir gedacht. Gehen wir mal hier runter ran. Da geht es abwärts. So, und da kann man mal sehen, wie das irgendwie in die Tiefe geht. Und das geht dann sehr, sehr tief rein. So. Mal sehen. Noch tiefer. Jo, noch tiefer. Das heißt, hier habe ich eine weitere Station. Wenn ich hier etwas reinlegen würde, wie zum Beispiel irgendwas, was mit Cobblestone zum Beispiel jetzt ist, oder mit Gravel oder sonst was, dann würde ich das jetzt hier reinlegen, und ihr werdet sehen, das verschwindet immer nach kurzer Zeit. Zack, weil es mich jetzt irgendwie hochtransportiert wird. Und das taucht jetzt oben in dieser Zentralfabrik auf. Das heißt, ich brauche das nicht hochzutragen, das wird irgendwie alles automatisch nach oben transportiert. So, dann wollen wir mal sehen, dann geht das tiefer und tiefer und tiefer, und hier habe ich meine untere Fabrik. Das heißt, hier ist genauso eine Maschine, die ich hier habe, und hier werde ich aber noch eine richtige Produktion aufbauen. Das ist alles noch, bevor ich die Grafik umgestellt habe. Das heißt, diese ganzen Stufen, das muss ich alles noch ersetzen. Aber das hier sieht natürlich jetzt schön aus mit diesem, also ich habe hier unter Wasser, ich habe hier irgendwie so ein Teil gefunden, wo Wasser ist, mitten in den Höhlen, und da habe ich mich dann versucht, irgendwie auszubreiten. Und das ist hier das war eine Sackgasse, da war ich gar nicht. Und da geht das dann hier hin. Und da geht es immer noch tiefer. Und ich glaube, das geht hier lang. Ich weiß nicht mehr genau. Das könnte sein, dass es hier lang ging. Ja, so. Und das geht tiefer und tiefer und tiefer. Und tiefer und tiefer. Und hier bin ich tatsächlich am Abbauen. Und hier bin ich am Abbauen gewesen. Hier gibt es irgendwie, wir sind hier in der Tiefe, was ihr oben seht an meiner Darstellung von 100, minus 108 Metern. Das heißt, hier unten, da habe ich ja auch schon meine ersten Mesekristalle gefunden. Das heißt, diese ganzen elektronischen Geräte, die ich da aufbaue, die kann man damit dann selbst bauen. Nee, wo ist denn jetzt der Weg runter gewesen? Das war der, das war.
Teufel auch? Wo ging das denn nach unten zum... Abbauen gewesen. Irgendwo habe ich einen Weg verpasst. Irgendwo ging ein Weg, der rüber ging auf die andere Seite. Das muss hier sein. Ich habe da wohl irgendwie nicht aufgepasst. Ach so, ich bin da unten reingegangen. Hier oben geht es längs. Genau. So, das heißt, hier kann man dann längs gehen und dann kommt man irgendwie immer weiter rüber. Hier kann man auch gucken. Hier habe ich irgendwie eine große Halle gefunden. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da aus dieser Halle irgendwas mache. Da waren, also sicher lagen überall irgendwie gut zu sehende Ores rum. Also hier sieht man das. Hier kann man dann irgendwie richtig viel abbauen. Hier ist dieses Gravel-Zeug. Ne? Meistens, wenn man diesen Gravel-Kram mit der Schaufel, kann man die meistens ganz gut ernten. Dann kommt, da liegen meistens ziemlich gute Sachen drunter. Also das ist ein bisschen nervig, aber hier sieht man, dass dies hier ist. Hier Kupfererz liegt hier rum. Das hier ist, glaube ich, Eisenerz. Das ist alles mit der Grafik jetzt ein bisschen anders, als es vorher war. Daran muss ich mich gewöhnen. Und hier muss ich jetzt mal gucken, dass das Licht da ist. Eisenerz, Eisenerz. Das hier ist Kupfer. Hier war ich auch schon. Hier habe ich auch teilweise schon abgeerntet. Kohle. Kohle brauche ich übrigens mal. Kohle. Fackel an die Wand. Oh, dann holen wir uns mal die Kohle. Jetzt hier nochmal Kohle. Ja, seht ihr, da ist eine kleine Ader. Der kann man jetzt folgen, wenn man Lust hat. Gravel ist das wieder. Kupfer. Ne, das ist Kupfer. Ja, das hole ich mir später. Ich lasse die Fackel da mal stehen. So, und das geht dann irgendwie halt endlos weiter. Hier habe ich auch noch abgebaut und dann kann ich wieder zurück. So, und wenn man irgendwie, jo, das ist sehr, sehr viel. Hier gibt es sogar irgendwo Gold, habe ich auch schon gefunden. Ich glaube, da oben war Gold drin. Und das ist schon relativ tief, ab 256. Also ich muss nochmal so tief. Da ist Gold zum Beispiel. Da ist Gold, da können wir mal hin. Dann holen wir uns mal das Gold, das da liegt. Naja, und damit habe ich eigentlich auch schon ein bisschen was gezeigt. Ich habe natürlich noch mehr gemacht, das zeige ich aber ein anderes Mal. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir an dieses Gold rankommen. Wo ist dieses verdammte Gold? Da ist das Gold. Ist das Gold? Jo, das ist Gold. So, und dahinter ist noch und da ist Kupfer. Nee, Eisen. Nochmal Gold. Wird fett. Ich habe hier irgendwie wohl eine ziemliche Ader gefunden. Ja, also hier ist wohl irgendwie etwas, wo man jetzt ein bisschen abbauen müsste, um wieder ranzukommen, um diese Ressourcen zu bekommen, die man braucht für diese Roboter, um diese Roboter zu bauen. Das ist übrigens nicht so, das ist nicht so teuer, das ist nicht so aufwendig. Das geht alles und das macht irgendwie ziemlich viel Spaß. Ich habe hier also irgendwie kein Licht. Und das kann man dann irgendwie alles ganz gut machen. Ihr müsst, wenn ihr was baut, natürlich gucken, wie sind die Rezepte dafür. Und das ist ein bisschen, das ist auf dem neuen Client, auf dem 5er Client ist das alles ein bisschen, ist das ein bisschen besser, aber das geht wunderbar. Das ist irgendwie nicht das Problem. Hier, schaut mal hin. Hier ist noch mehr. Also das ist relativ reich an Sachen. Also ihr müsst schon irgendwie ein bisschen tiefer gehen, wenn ihr irgendwie was rausholen wollt, was sich lohnt. Weil je tiefer das ist, desto reichhaltiger wird irgendwie halt der Kram. So, jetzt kann ich irgendwie zurückgehen. Und ich denke, ich war eigentlich auch schon durch. Wie ihr seht, irgendwie unten lohnt sich das natürlich mit Cobble zu arbeiten, wenn man dieses schöne, wenn man Wasser hat, dann ist das natürlich irgendwie ganz hübsch. Dann wird das irgendwie so grün mit der Zeit. So, jetzt kann ich irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie so ein paar Ores, ne? Also ich habe ja vorhin die Kiste gesehen. Da gehen wir gleich mal. Ah, nein, 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 das will ich ja gar nicht. Wenn ich irgendwie den. Ich will hier an. So, ich will irgendwie diesen Kupfer und das Gold. Das will ich und das lege ich da rein. Und wie ihr seht, das wird ja rausgeschossen hier. Zack. Wo ist er schon weg? Alle beide? Ne, da kommt der zweite. Zack und weg ist er. Genau, so. Und jetzt kann ich nach oben wieder gehen, wenn ich den Weg finde. Ich habe das natürlich in der Zwischenzeit irgendwie alles ein bisschen abgekürzt für mich. Ich habe mir irgendwie halt mit diesen Maschinen Sachen gebaut, die mich da direkt hin transportieren, teleportieren. Aber ich wollte euch das mal zeigen.
dass das irgendwie schon ganze Menge Backerei ist. Ihr habt mich da irgendwie in etwas Fürchterliches reingelotst, das zu spielen. Das kostet jede Menge Zeit. Und es macht ehrlich gesagt Spaß. Es ist jetzt irgendwie nicht so. Also ich bin ja irgendwie hauptsächlich am Programmieren, und das Programmieren ist doch ziemlich aufwendig. Also diese kleinen Roboter, die ich da gemacht habe, ich habe mir jetzt angeguckt, was die anderen Leute so gemacht haben. Eher weniger und eher selten. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir irgendwie jetzt hier nach oben kommen. So tief ist das nämlich gar nicht, wenn man es genau nimmt. Irgendwie, das ist irgendwie. Das kann man noch irgendwie zurücklegen und laufen. Aber ich werde mir definitiv da unten eine zweite. Ups. So, wollen wir mal aufmachen. Da seht ihr, da sind die Klumpen angekommen. So, die kann ich mir jetzt nehmen. Und dann kann ich nach oben laufen. Und dann kann ich mir irgendwie das oben in aller Gemütlichkeit dann reinziehen. So, ich nehme mir auch gleich nochmal was von diesem Gravel-Zeug mit. Das brauche ich nämlich gerade. Und dann gehe ich nach oben. Na, das war die größte Ackerei, die ich am Anfang gemacht habe. Und dann bin ich wieder da. Und dann können wir irgendwie sehen, es ist in der Zwischenzeit Nacht geworden. Und ich denke, dass wir auch damit durch sind. Ich zeige euch nächstes Mal irgendwie ein paar Sachen, die man machen kann mit diesen Lua-Controllern. Also es gibt, ich habe hier irgendwo eine Kiste, wo ich ein paar von diesen Dingern zusammengebaut habe. Ich glaube, hier ist das drin. Ja, da sind so ein paar von den Dingern, die ihr irgendwie holen könnt. Da müsst ihr euch angucken. Was ist das denn hier? Achso, das ist hier Stealth Node. Das ist dieses Ding, das da unten verschwindet. Und das hier ist so ein Lua-Controller. Das ist praktisch ein kleiner Computer, ein kleiner Prozessor, mit dem man das arbeiten kann. Dann kann man hier noch eine Bahnlinie aufbauen. So habe ich noch nicht gemacht. Muss ich dann nochmal sehen. Ach ja, genau. Und eine Sache ist hier: da ist das Licht ist angegangen automatisch. Ha. Und wie kommt das, wenn ich jetzt mal Time wieder auf 6 Uhr morgens stelle? Dann stellt ihr fest, das Licht geht aus. Wie ist das gemacht? Naja, das ist auch mit so einer kleinen Schaltung gemacht. Oh, gehen wir mal hier raus. Kommen wir da mal hin. Und gucken uns das mal an, was ich hier gemacht habe. So, also hier ist ein Miesestein drin. Das ist relativ teuer gewesen, das zu besorgen. Das ist ein relativ billig, das ist ein einfaches Notglied, wie man sieht, und da ist dieses Sonnenkollektor. Wenn der Sonnenkollektor Energie gibt, dann schaltet das Notglied, natürlich kriegt das Notglied ein 1 und schaltet dann auf 0 und schaltet das Licht ab. Und dieser Miesestein ist im Prinzip einfach nur eine Verbindung durch die Wand an der Stelle, weil das die ansonsten die sind leitender Stein, wenn man so will. Es geht sicherlich auch anders, aber irgendwie, es war für mich der einfachste Weg. So, und das sieht irgendwie alles ganz schön aus. Und wenn ihr hierher kommt auf den Server, dann stellt ihr fest, dass ihr hier hinten noch eine Kiste habt, wo ich ein paar Sachen für euch reingepackt habe. Und einen kleinen, also so also ein bisschen Saat oder irgendwie was, mit dem ihr erstmal anfangen könnt. Einen kleinen Kram hier, wo diese Dinger, die kann man relativ leicht bauen. Man kann ja irgendwie, wenn man hier in diesem Dings drin ist, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, ich nehme Cobblestone, setze die in einem bestimmten Muster zusammen und zack, kriege ich praktisch so ein Furnace, also so ein Brennofen. Oder ich setze die irgendwie anders zusammen, sagen wir mal so und so, dann bekomme ich praktisch so ein Wall oder ich mache das so zusammen, dann kriege ich irgendwie eine Treppe. Ah, also so läuft das. Da müsst ihr euch angucken, wie diese Rezepte dafür sind, damit ihr das machen könnt. Und dann kann man das irgendwie machen. Man kann diese Klumpen natürlich mit Kohle, wenn man Kohle gefunden hat, kann man die dann verbrennen. Hier kann man dann hier in diesen Brennofen gehen. Das legt man hier oben rein und unten die Kohle und dann fängt das an zu brennen und dann bekommt ihr die Barren daraus oder so. Jo, und ich bin irgendwie, also hier sind überall praktisch solche Eingänge, wo man dann in die Tiefe gehen kann und ich weiß nicht, bin ich glaube mit dem hier, da bin ich unten drin, ne? Ja, das ist irgendwie praktisch meine Höhle, für die ich irgendwie im Prinzip da diesen ganzen Riesenaufwand gemacht habe, da hinzukommen. Und hier ist noch eine, ich weiß nicht, ob ich da drin bin, ich glaube nicht. Da muss man immer sehr aufpassen, dass wenn ich irgendwie auf diesen Schnellmod, dass ich da nicht, Reinfall. Hier hinten habe ich irgendwie was gebastelt, da haben wir irgendwie ein bisschen rumgespielt gehabt und ich habe das einfach fertig gebaut und habe dann irgendwie so eine kleine Brücke gemacht, die dann irgendwie hier irgendwie im Prinzip, wo man sich so ein bisschen in die
Aussicht reingehen kann. Oh, dann kann man hier runtergehen. Oh, dann hatte man hier zum Beispiel einen Eingang zum weiteren Mining-Kram. Da war ich jetzt noch nicht drin, da könnt ihr rein. Hier ist irgendwie Kohle zu finden oder irgendwie andere Sachen. Hier werdet ihr ungefähr ankommen. Also das ist irgendwie meistens euer Spawn-Point hier irgendwo in der Nähe. Also ich glaube, das hier ist irgendwie der Spawn-Point. Ich weiß nicht genau. Und da könnt ihr dann irgendwie hochgehen, könnt ihr euch ein bisschen umgucken, soweit ihr irgendwie sie gucken könnt. Wenn ihr da nicht runterfallt, wenn ihr runterfallt, dann sterbt ihr halt. So ist es halt. Das Leben ist ein Ponyhof. Jo, und das ist irgendwie halt jetzt, ich bin jetzt kein Meisterbilder oder sowas, aber das ist jetzt irgendwie schon mal ganz niedlich gemacht, diese Brücke, glaube ich. Also praktisch, dass man einfach mal irgendwie die Sachen anders baut als nur mit Cobblestone. Das ist eben auch so eine Sache, wenn man diesen Cobblestone hat, dann kann man irgendwie sagen, okay, ich kann den Cobblestone kann ich brennen, dann bekomme ich, also da kann ich jetzt Bricks, also so einen normalen Brick kann ich draus machen mit vier davon. Und wenn ich die gebrannt habe, dann bekomme ich wirklich normalen Stein. Und wenn ich normalen Stein in dieser Art und Weise dann bekomme ich praktisch diese Steine, mit denen ich das gebaut habe. Das heißt, irgendwie, ich habe diese ganzen Steine, die ich jetzt hier benutzt habe, die habe ich irgendwie vorher alle gebrannt mit Kohle und sowas. Das war ganz niedlich. Jo, das war irgendwie, also ich habe anfangs eben halt auch mit Cobblestone gebaut. Das kann ich euch empfehlen, dass ihr es nicht macht. Und hier ist irgendjemand schon drin gewesen. Ich weiß nicht. Ah, hier ist, guck mal, da ist auch schon Kohle. So, das heißt, da könnt ihr dann irgendwie mit Leertaste könnt ihr springen. Naja, ihr kennt das ja eigentlich irgendwie. Und ich, jetzt mache ich es mal, schummel ich mal, ich fliege jetzt mal ein bisschen wieder zurück. Und wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich will in Zukunft irgendwie dorthin gehen, dann mache ich was anderes. Dann gehe ich nämlich hier unten hin und sage, also dieses ganze runtergelaufen, das ist mir irgendwie zu blöde in der Zwischenzeit. Also ich könnte natürlich jetzt unten leben. Untere Fabrik, da würde ich jetzt draufklicken und dann bin ich in der unteren Fabrik oder Fabrik Wasserhalle. Oh, klicke ich mal drauf. Ups, und da bin ich jetzt in der Fabrik. In der Halle des Erlkönigs. Und dann kann ich auch wieder mit Home zurückspringen. Ups, und dann bin ich wieder oben. So, das heißt, das geht relativ schnell. Das kann man machen mit diesen Miese-Sachen. Und da habe ich irgendwie praktisch einen Teleporterstein drin, der dann entsprechend funktioniert. Aber da kommt man nur ran, wenn man ich ist. Weil irgendwie dieser kleine Detektor, den ich genommen habe, der hat praktisch, der guckt an, ob welcher User das ist. Und nur wenn das der richtige User ist, macht das Ding auf. Ansonsten nicht. Zack, und ist dazu. Und dann muss ich mal gucken, was ich ansonsten noch mache. Vielleicht irgendwelche Geheimtüren oder irgendwelche versteckten Dungeons. Keine Ahnung. Hier seht ihr den ankommenden Kram. Na, das ist ich habe das nicht irgendwie alle Pipelines bis unten gebaut. Das hätte ich tun können. Ich habe hier praktisch einen Teleporter-Node drin, den ich dann irgendwie Hanno Cobblestone genannt habe. Und da kann ich dann hin teleportieren. Und wenn man Scheiße baut, und das ist eben das Problem mit der Vierer, da kann man irgendwie Mist bauen, wenn man diesen Kram nimmt. Und diese Kiste, in dieser Kiste kommt was an. Wenn diese Kiste voll ist und man weiter was hochschickt, das habe ich nämlich gehabt, dann schmiert der Server ab. Und dann war das gar nicht so einfach, den wieder zu beleben. Das war schon relativ eklig. Naja, ihr kommt schon klar damit, denke ich mir mal, und viel Spaß dann dabei. Okay, tschüss.